Okay, dann machen wir jetzt ein kleines spontanes Unboxing von der Honor Rise. So kommt der Karton zu euch. Hier sehen wir das Honor-Logo. Unten steht noch Rise, so heißt das Modell. Unten Honor Rise. Auf der Seite Honor, auf der Seite Honor. Aber auf der Seite steht dann noch Rise up and step into your destiny. Und überall auf dieser Packung dieses nice Wabenmuster. Finde ich sehr, sehr wild. Dann nehmen wir mal und guck, Konsti, hier ist der iPhone-Effekt. Nice. Schön langsam öffnet sich die Verpackung. Und dann haben wir das Ganze offen. So, jetzt kommt schon eins meiner Highlights, und zwar der Kohleteller. Dieses Muster ist nicht nur auf der Verpackung, sondern auch auf dem Kohleteller. Und das finde ich schon mega nice. Sehr, sehr lecker. So, dann haben wir hier diesen klassischen Schaumstoff, damit nichts kaputt geht. Da liegt dann der Schlauch. Wenn ihr mit Code SWG bestellt, bekommt ihr den Schlauch mit dazu. Den nehmen wir jetzt mal raus. Ich glaube, ich rauche dann einfach gleich mit meinem Schlauch weiter. Schläuche wasche ich immer aus und lasse die dann nochmal ein bisschen hängen, damit die nicht, ihr kennt das, ne? Ihr holt neue Schläuche und dann haben die erstmal so ein bisschen Geruch. So sieht dann die Packung von innen aus. Das ist das Mundstück-Tipp, das ist das Griffstück vom Mundstück, das ist der Schlauchanschluss, hier sind die Kugeln, hier ist der Zwischenring, die Kopfdichtung, da ist das Mundstück-Stück, hier ist die Rauchsäule, also der Rauchsäulen-Sleeve, hier ist das Tauchrohr und da ist die Rauchsäule und hier haben wir noch die Base. Ich würde sagen, wir holen erstmal alles raus, dann ist das, glaube ich, ein bisschen einfacher. Finde ich eigentlich nice, wenn Pfeifen so verpackt sind. Das fühlt sich geiler an als, ja, wenn die halt irgendwie, ne, wenn du die im Laden kaufst oder so, dann kriegst du die ja meistens schon irgendwie zusammengebaut oder so. Oftmals, ja. Finde ich so deutlich geiler. Wir haben wieder ein System. Also erstmal, das hier ist die Base. Das ist eine POM-Base. Was nur schlimm wäre, wenn wir da jetzt Gewinde reinschrauben müssen. Was wir aber nicht müssen, weil man steckt das Tauchrohr einfach durch und verschraubt dann die Rauchsäule. Die hat ein kurzes Gewinde und ein langes Gewinde. Das kurze Gewinde kommt nach unten. Und dann verschraubt ihr einfach die zwei Teile hier. Und dann ist das fest. Ja, dann sitzt das hier alles. Und dann habt ihr eben nicht das Problem, dass ihr Gewinde in die POM-Base reinschraubt, weil das wäre nicht nice. Wir haben noch zwei Ersatzringe für den Schlauchanschluss, ne, weil der kommt hier mit zwei O-Ringen. Das ist der Schlauchanschluss, sehen wir aber gleich auch nochmal. Dann haben wir noch drei Kugeln als Ersatz und einmal zwei von diesen Dichtungsringen als Ersatz. Das können wir aufheben. Und hier kommen dann die Kugeln rein. Dann kommt dieser Ring hier drüber. Und über den Ring kommt dann das Rauchsäulen-Sleeve. Das wird dann hier einmal zack. Und dann ist das drinne. Dann können wir oben den Teller drauf machen. Ne, so. Teller drauf. Und dann können wir den Kopfadapter drauf schrauben. Ne, und dann habt ihr das so fertig. Und dann fehlt uns nur noch der Schlauchanschluss. Der kommt dann hier rein, geht auch relativ easy. Ist nicht das geilste System mit so zwei Dingern, aber wir kennen es ja schon von der Breeze, ne? Es funktioniert, es ist in Ordnung. Ihr dürft nicht nur einfach draufdrücken, am besten einfach ein kleines bisschen bei drehen und dann geht das relativ easy rein. Ich muss sagen, die Dinger lasse ich meistens einfach immer in der Pfeife und ziehe den Schlauch ab. Finde ich so am einfachsten. Dann haben wir noch das Mundstück, da wird einmal der Schlauchanschluss unten dran geschraubt und auf der anderen Seite kommt dann oben nochmal das andere Stück vom Mundstück drauf. Und dann ist das Ganze auch schon fertig aufgebaut. Und so einfach ist das. So sieht die Pfeife von unten aus. Da kommt dann, also hier zieht man die Luft durch. Hier geht die Luft rein zum Entlüften. Wir haben auf jeden Fall einen Diffusor am Start. Den kann man auch abschrauben, wenn man das möchte. Ja, dann habt ihr es ohne Diffusor am Start. Ihr könnt ihn auch andersrum draufschrauben. Ja, dann verliert ihr den nicht, aber ihr habt keine Diffusorleistung. Aber ich mag das eigentlich ganz gerne, wenn ein bisschen Diffusorleistung am Start ist. Verarbeitung voll okay. Die Bowl ist nicht in dem Karton. Die Bowl, wenn ihr die Pfeife kauft, kommt die Bowl extra. Ja? Aber ihr könnt natürlich Sets mit Bowl kaufen. So, und dann ist die Pfeife schon ready. Und dann können wir die Pfeife schon mal testweise, ich setze die jetzt nur drauf, also ich stecke die jetzt nicht rein. Oh ja, geil, das passt sogar vom Wasserstand. Also so würde die Pfeife dann jetzt auf der PK500 aussehen. Ich nehme die gleich nochmal mit, aber es geht sogar relativ leicht, da den Schlauchadapter rauszuziehen. Aber ich glaube, ich finde es trotzdem geiler, wenn er dran ist. Aber das werde ich gleich nochmal durchspülen, hier das obere Teil von der Pfeife. Musik.
So Leute, erstes kleines Fazit zu der Honor Rise. Wir haben sie jetzt ein bisschen im Stream geraucht. Ich habe sie, wie gesagt, gerade hier auf der PK500 in Black von Ocean. Sieht sehr, sehr nice aus. Lässt sich sehr gut rauchen. Durchzug ist sehr angenehm. Ich nehme mal einen kompletten Zug übrigens Setup. Wir haben den Oblaco Mono Black M mit dem 1 Plus Nires von Kalaut obendrauf. Tabak ist Black Nana. Ich nehme mal einen kompletten Zug, dann könnt ihr euch im Vergleich zu den anderen Pfeifen, wo ich das auch immer mache, schon mal so halbwegs den Durchzug vorstellen. Sehr guter Durchzug. Willst du eigentlich auch mal probieren? Hast du ein Mundstück dabei? Nee? Mach ruhig. Riegel geht auch so halbwegs mit der Pfeife. Das ist schon mal sehr gut. Das ist eine Pfeife, wenn es nicht richtig geht, ne? Ja, ja, natürlich. Ja, natürlich. Gibt es nicht die eigenen Skills. Warte, wir müssen noch auf den Pfeifenmodus wechseln. Ja, warte. Ich hatte nämlich vorher den viel Rauchmodus drin. Ich hab's gesehen. Jetzt habe ich den viel Ringe-Modus. Da funktioniert es viel besser. Also man kann natürlich auch mit dem viel Rauchmodus Ringe machen. Aber nicht so gut. Aber nicht so gut. Viel Ringe-Modus ist da viel besser. Dafür ist dieser silberne Ring da zum Einstellen. Kappa. Nee, aber im Ernst, Verarbeitung war echt okay vom ersten Eindruck. Ich habe keine Kratzer dran, ich habe keinerlei scharfen Kanten. Auch der Teller ist sehr schön abgerundet, gerade im Vergleich zu der Honeysay oder so. Ist das wunderbar. Schlauchanschluss, bin ich mal gespannt, wie sich das auf Dauer verhält. Aber wir haben wenigstens direkt ein paar Ersatzkugeln und auch ein paar Ersatz-O-Ringe mit dabei. Das ist sehr nice. Das heißt, selbst wenn da mal einer kaputt geht, müssen wir nicht direkt irgendwie direkt was nachbestellen. Wir haben es direkt dabei. Mundstück finde ich nice. Ist ein kleines bisschen top-heavy, sage ich mal. Ne? Dadurch, dass ihr hier Metall habt, das ist ein Kunststoffteil, ist das natürlich hier ein bisschen schwerer, als es unten ist. Aber ja, liegt schön in der Hand. Wenn es top-heavy ist... Ja. Ich weiß nicht, ich finde es geht. Also ich finde bei der Breeze 2 ist es zum Beispiel auch so und ich habe mich mehr oder weniger ein bisschen dran gewöhnt. Ja, ja, tatsächlich. Ich habe auch von der Hartmut Puka, das ist ein sehr massives Mundstück. Also das ist mir tatsächlich zu schwer. Wenn du gemütlich auf der Couch sitzt und das ständig hochdrückst, ist das schon gut Gewicht. Entlüften geht sehr einfach. Na? Ja, also es geht richtig gut durch. Wir können uns nochmal das Entlüftungssystem angucken. Ich nehme erstmal einen kompletten Zug und entlüfte dann einmal. Sieht auch sehr nice aus, funktioniert sehr, sehr gut. Also Ersteindruck von der Pfeife auf jeden Fall sehr nice. Wir haben das Unboxing gesehen und wir hatten einen kleinen Ersteindruck. Ich denke, zu der Pfeife wird auf jeden Fall auch noch ein komplettes Review kommen. Aber da muss die Pfeife auf jeden Fall noch ein paar Mal für geraucht haben. Aber so viel auf jeden Fall zu dem Ersteindruck von der Honor Rise.